Dann wollen wir doch mal Waffeln machen. In so einen Waffelteig gehören als erstes 5 Packungen Butter, am besten geschmolzen. Normalerweise kennt man ja das Ei aus Hühnerschalen. Das ist halt für einen hygienischen Standpunkt nicht ganz so geil, weil es die Gefahr einer Salmonelleninfektion hat. Stattdessen gibt es das Ei aus der Tetrapack-Packung. Sind 20 Eier schon vorgeschält. Kann man einfach in seinen Waffelteig gießen. Dann brauchen wir 2 Liter Milch in den Waffelteig. Und 1 Kilo Zucker kommt auch noch rein. Das Ganze schön verrühren. Dann kommt noch Vanille in den Teig und etwas Vanillinzucker. Backpulver darf auch nicht fehlen. Genau, das 2. Kilo Mehl. Ja, beim Backpulver sollte man nicht übertreiben, weil wenn man zu viel nimmt und den Teig etwas stehen lässt, dann wird er lebendig und plötzlich ziemlich viel mehr. Mate darf natürlich nicht fehlen. Und jetzt wird es schon fast wie Chunk. Mate rein, Zucker rein, Rum rein. Kräftig umrühren, das restliche Mehl rein. Beim Teig ist es wichtig, dass der möglichst klumpenfrei sein könnte. Gerade Haushaltswaffeleisen vertragen das nicht so gut. Gastronomiewaffeleisen kommen damit klar. Es geht deutlich besser, wenn es ordentlich gemacht ist. Genau, vom Backen Hände desinfizieren, kann niemals schaden. So 1 bis 2 Minuten braucht die Waffel, bis sie fertig ist. Das kommt ganz drauf an, wie gut der Teig geworden ist und wie warm das Waffeleisen wirklich ist. Ob man zu ungeduldig war oder doch warten konnte. Und wir brauchen natürlich einen Freiwilligen für die erste Waffel.